So, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Projekt, nämlich geht es um Hazard Ops. Das ist ein Koop-Shooter, der sich seit gestern in der Open Beta befindet. Und ich habe den mit zwei Mannschaften mal ein bisschen angezockt. Das Ergebnis seht ihr jetzt gleich hier. Erste Runde hier mit Bruger, Tyrofin und Foka, das sind alles auch TGN-Let's Player. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz das Spiel an sich, beziehungsweise die Basics. Also es geht darum, man kann sich erstmal einen Charakter erstellen. Da gibt es noch nicht so viel, ist halt wie gesagt die Beta. Zum Beispiel einen schönen Bart können wir nehmen, irgendeine tolle Frisur, so, ja, der, schön, dann nehmen wir so, guck mal, und schon ist man Gronkh mit Rasterlocken, so, und dann kann man noch ein bisschen Klamotten wählen, wie gesagt, auch noch, das sind alles Basics, Klamotten kann man auch noch in-game kaufen, ist ein Free-to-Play-Modell, so, ich nehme jetzt einfach mal hier so ein schönes, doch so ein Tanktop und keine Handschuhe, glaube ich, aber, na, die Hose, so, dann geben wir einen Namen ein, jetzt können wir hier unten auf Play drücken. Dann kommen kurz Ladescreen und dann kann man auswählen, und das ist schon das erste Interessante, ob man PvP, also gegeneinander, oder PvE, also miteinander spielen möchte. Wir haben jetzt uns erstmal das PvE angeschaut, es gibt aber auch die Möglichkeit PvP zu machen, habe ich noch nicht reingeschaut, aber werde ich jetzt auch noch heute machen, in einem anderen Video, das findet ihr dann auf Tyrofiends Kanal. Und ja, es gibt dann hier verschiedene Räume, wie gesagt, es ist noch in der Beta, Enter Channel, und dann bekommt man hier auch schon ein paar Nachrichten, genau, wenn man ein Founders Pack gekauft hat. Also, es ist free to play. Das heißt, hier nochmal Display-Erklärung, ja. Das heißt, man kann trotzdem natürlich ingame Geld ausgeben für bestimmte Artikel, die man aber nach meiner Meinung nach, wenn ich jetzt mal so drüber geschaut habe, selber auch so durch ingame Währung, die man durch erfolgreiche Missionen bekommt, sich kaufen kann. Also klar, ein paar Sachen kann man nur mit Echtgeld quasi kaufen, aber das ist halt nicht zum Spielen notwendig, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ja, das ist halt normale Shooter-Mechanics, sag ich mal. Man kann leider nicht springen, man kann so Hechtrollen machen, zur Seite auch und so weiter. So. Ist halt alles sehr bekannt aus anderen Shootern. Spiele, die, an die ich erinnert werde durch dieses Spiel, ist zum Beispiel Rainbow Six, ja, Taktik-Shooter. Oder Left 4 Dead zum Beispiel auch. Also so ein bisschen Mix, ja. Wir werden nachher noch sehen, es gibt verschiedene Maps mit verschiedenen Spielmodi auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit verschiedenen Gegnern. So, man kann sich hier, wie auch schon gesagt, so ein bisschen Rainbow Six mäßig auch verschanzen. Wenn man hier stirbt quasi, ist man noch nicht tot. Man liegt nur auf dem Boden und muss hochgeholt werden. So. Das ist ein bisschen wie bei, ja, wie bei Left 4 Dead zum Beispiel. So, jetzt habt ihr die Basics gelernt. Jetzt schauen wir uns nochmal den Shop an. Wie ihr seht, hier kann man beliebig filtern nach Waffen zum Beispiel oder zum Beispiel nach Anziehklamotten. Da gibt es jetzt schon seit gestern schon richtig, richtig viel mehr. Also es wird auch täglich nachgeliefert, wirklich Content. Und ja, das kann man sich permanent kaufen für eine Währung, die man in-game sich verdient zum Beispiel. Also das ist schon, es ist ähnlich zum Beispiel, ich habe ja ganz viele Leute, die mich durch League of Legends abonniert haben. Das ist ein ähnliches Prinzip. Ja, es gibt hier jetzt auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal bei Items guckt, bestimmte Sachen, die man dringend braucht, zum Beispiel diese Revive-Tokens, und die halt schon echt teuer sind. Ja, da lohnt es sich dann schon, mit Coins zu arbeiten. Wobei die da auch verhältnismäßig teuer sind. Also diese Tokens sind kein Muss, erleichtern es einen aber ungemein. Also es ist halt so ein bisschen, ja, man erkauft sich einerseits halt Waffen, die nicht unbedingt, also ich hatte nicht den Eindruck, ich habe verschiedene Waffen schon ausgetestet, dass ich jetzt mit einer Waffe einen immensen Vorteil hatte. Den Eindruck hatte ich nicht. Und die Klamotten an sich bringen ja euch auch keine Vorteile. Es gibt aber noch Modifikationen. Die kann man allerdings alle nicht permanent kaufen, was ich ein bisschen schade finde, sondern nur für 30 Tage. Aber vielleicht ändert sich das noch. Wie gesagt, ist alles Beta. Und ja, dann gibt es halt noch diese Items, genau, worauf ich auch hinaus wollte. Da sind jetzt ein paar dabei, die euch das Leben erleichtern, die aber kein Muss sind. So. Ich weiß nicht, wie das Ganze im PvP ausschaut, aber da wird sich, glaube ich, auch noch in nächster Zeit viel entwickeln. So, dann gibt es noch ein Clan-System, ja. Da haben sich auch schon ein paar geformt. Kann man, ja, einem beitreten. Ich weiß gar nicht, wie einer zu gründen geht. Okay. Und da gibt es halt, da seht ihr, Teammitglieder. Germany, 100 schon, meine Güte. Naja, dann gibt es hier Ranked versus und so weiter. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Ich zeige euch jetzt nochmal die Spielmodi. Es gibt insgesamt 6 Spielmodi, wobei das eigentlich immer 2 sind in verschiedenen Varianten. Dann könnt ihr hier nochmal sehen mit 4 verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wobei dieses Nightmare
Das kann man sich, glaube ich, auch... Da kann man sich nur einen Zugang erkaufen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich jetzt irren. Ja, auf späteren Schwierigkeitsgraden... Also jetzt zum Beispiel... Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, um das euch ein bisschen bildlicher zu machen. Es gibt Massive Survival. Das ist quasi durchhalten. Ihr müsst Stellung halten. Ihr müsst schauen, dass ihr mit der Munition klarkommt. Dass ihr Barrikaden wieder aufbaut und so weiter. Und auf späteren Schwierigkeitsgraden bekommt ihr da sogar einen Endgegner. Also es sind verschiedene Wellen... Anzahlen, die ihr durchhalten müsst, und am Schluss kommt dann ein Boss, sag ich mal. Oder es gibt, glaube ich, auch kleinere Bosse, Zwischengegner. Und wenn ihr die besiegt, bekommt ihr zum Beispiel Waffen. Auch teilweise permanent oder Modifikationen, Aufsätze für eure Waffen oder Klamotten. Also das ist schon echt eine coole Sache. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, ohne allzu viel gelabert zu haben, und schauen uns das Ganze mal in-game an. Bis gleich. So, da sind wir in-game und wir fangen an mit Massive Survival. Mit dabei ist die Tyrofin, der Bruger und der Foka. Hallo. Hallo. Hallihallo. Moin. Das ist ein nettes Trüppchen. Das ist ein nettes. Ja. Wir können ja mal ein bisschen... Alter, ich stehe in Flammen direkt. Oh, oh Gott. Oh, was? Jetzt, das war das, wir wollten... Ich wollte gerade sagen, wollten wir es nicht ruhig angehen lassen? Feuer löschen. Ja, Massive Survival. Wer vielleicht von COD5... den Zombie-Mod, diesen Nazi-Zombie-Mod kennt, das ist sehr ähnlich. Also wir müssen hier Fenster reparieren. Ja, World at War. Wir müssen die Fenster reparieren und Stellung halten und können uns weitere Gebiete vorankaufen und Waffen kaufen und ja, dafür müssen wir halt Punkte sammeln. Was sind das? Sind das wieder so eine Zombies oder? Ja. Ja. Nazi-Zombies. Es gibt Nazi-Zombies. Halt, genau, gibt halt verschiedene Gegner. Es gibt Monster, Mumien, Zombies, Söldner, was weiß ich, Aliens. Oder Mumien-Zombies sogar. Mumien-Zombies auch. Manchmal auch vom Mars. Und machen wir das mal die Tür aufmachen. 600 kostet die. Ich mach auch. Hier. Moin. Gibt's hier eigentlich Fallen oder so? Ja. Ist nur mal so. Ja, Bruder, ich komm. Hey, Fokka. Hier. Hey, Tyrofin darf uns nicht hören. Kathi, hey. Was? What the fuck? Der Bruder. Ich verwirr euch gerade. Oh, das ist ein Mini. Warum kostet die Muni Geld? Das ist eine fette Armbrust. Was? Eine Armbrust? Max, im Bunker hier, sein. Hier, guck mal, Max, guck mal da, das ist eine fette Armbrust, aber wie geil. Alter, ich. Nee, ich. Ein Flammenwerfer sehe ich. Ja. Ach so, du schießt. Oder Flammenwerfer, du schießt dich selbst auf Armbrust. Ich merk's gerade. Kostet aber Geld. Zwei. Ich hab keine Munition. Ah, nee. Ach so, einmal so ein. Leute, jetzt kommen wir hier rüber, lasst uns mal zusammenbleiben. Wo sind eigentlich die anderen hin, die. Ja, wo sind die denn hin? Wo sind die hin? Bruger, wo bist du denn hin? Wo sind die denn hin? Achso, hinter dir. Oh, Hunde! Okay, also das Konzept, wie wir uns das vorstellen, ist so, dass wir hier auf meinem Kanal anfangen mit Massive Survival. Morgen gibt es dann was auf Katis Kanal, und zwar PvP. Genau. Da werden wir uns mal PvP anschauen. Und dann wandert das halt die Kanäle so weiter. Ja. Also Links sind auch alle in der Beschreibung. Das Wanderprojekt ist das. Hallo? Kommt mal rüber, Leute, hier ist die Action. Ja, lasst uns auch mal weitergehen. Ich hab leider keine Kohle, muss ich mal so hoch. Ja, mach ich. Oh, 1500. Oh, Delivery Drone, die müssen wir abschießen. Komm zurück. Ja, gibt's Geld. Oh. Ich hol mir die schnell. Die ist da vorne. Zombie! Oh, ein ganz dicker. Und tschüss, Headshot. Easy. Oh. Tschüss. Man kann sogar während der Rolle nachladen. Ich bin tot. Hilfe, so. Ich bin tot. Was, du bist tot? Hä? Burger, bist du tot? Katana! Der Zombie teabaggt mich. Ich komme. Alter, ich helf dir, Foka. Ich helf. Hol ihn hoch. Hol den Schweizer hoch. Und erstmal noch schön. Lass mal oben weitergehen. Ich kann jetzt das freikaufen. Übrigens, wenn man repariert, wenn man Fenster repariert, kriegt man Punkte. Also Währung. Was hast du einen Hammer? Das ist ein Zombie-Hammer, kriegst du als VIP. Ja, das kann ich gar nicht reparieren. Ich bin kriegst auch als VIP. Achso, hier. Weil die hier nicht kaufen. Oh. Nee. Ah, ich habe keine Knete mehr. Oh, da kommt einer. Ich glaube jetzt bei Zombies mit meinem Hammer hier. Oh, ein ganz dicker. Geh weg! Alter, damit mach ich nur Kritz. Wie geil ist das denn? Oh, okay. Sorry. Ich dachte, ich rette. Ja. Das, ich bin der Spendable hier, der uns weiter vorankauft und dann... Komm weg hier mit dir. Und mit dir. Ich brauch mein Geld. Ich muss noch irgendwelche Sachen einkaufen gehen. Ich hab jetzt gar keine Munition. Musst du neue Schuhe kaufen gehen. Hallo, Max, hinter dir. Schau mal. Nee, mach ich nicht. Okay, die hauen noch. Hinten ist Feige, Fokker. Er greift mich an. Hey, was will er? Ach, der Dicke da. Ja. Ah, was will er eigentlich? Der Dicke. Bonus-Level. Destroy ja, all. Und schnell. Jetzt müssen wir die nur alle irgendwie kaputt machen. Ja, ich kann ja.
Irgendwie. Oh, okay, hau doch drauf, Mensch, schau doch drauf. Hä, mit dem Katana geht das nicht, also. Oh Gott. Könnt ihr mal die Kiste hier kaputt machen? Ich habe keine Waffen. Ah, und die Kisten enthalten halt Punkte, mit denen wir uns weiter vorankaufen können. Alles klar. Das ist jetzt übrigens noch der normale Schwierigkeitsgrad. Es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Einmal Normal, Normal, Advanced, Expert und Nightmare. Genau. Wir werden versuchen, alle zu zeigen. Oh, ja, auch wenn wir nicht alle schaffen werden. Und wir werden versuchen, bei allen nicht zu sterben. Denn? Ich bin ganz unten hier, da habe ich ganz viel freigeschaltet. Und wir werden versuchen, bei allen nicht zu sterben. Wo seid ihr denn? Ich bin ganz unten hier, da ist. Ich bin ganz unten hier, da ist. Ich bin ganz freigeschaltet. Oh! 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 Hilfe! Oh Gott! Oh! Oh! Familie! Oh! Gott, ey, da waren einfach 5 Explosionshunde. Geh weg, du Dicker! Was ist denn hinter mir? Ah! Was ist denn hier? Atomexplosion oder was? Ey? Oh Gott! Komm rum, Junge! Schlitz! Schlitz! Au! Ah. Oh! Und da kommt eine Familie rein. Ja, la, la, la. Jetzt geht's wieder los. Hier. Okay, wir müssen mal nach der Runde koordinieren, wer auf welches Fenster. Granata! Oh Gott! Oh! Ihr müsst euch umdrehen, ich bin tot. Ich komme! Danke! Und die Spritze. Aua! Ah! Nein! Ja, die haben mich gehauen, wo ich dir die Spritze geben wollte. So gefährlich. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the Mumu sleeps tonight. Was für eine Mumu? Ja, die Mumie, ich wollte. Scheiße, ich hab's falsche gesagt. Oh, er ist durch, der Dicke. Ich hab keine Muni. Ah! Ja, er schlitzt ihn auf. Zack, super kritikal. Ah! Funker, mach Eier! Wieder rein! Oh Gott, ich hab es nicht erledigt mit wieder rein. Oh Gott. Ja, hier ist. Das ist Advanced, Leute! Oh! Den hab ich. Den auch. Den auch. Oh! Oh, hinter uns, hinter uns! Nein! Zwei Dicke hinter uns! Weiter geht's! Da wachsen mal mein Low. Wo? Die werfen echt Granaten! Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn! Verteidige mich! Jetzt liege ich auch! Oh nein! Gnade, Gnade, Herr Mumuje! Ist das selbe Zombie oder? Hey, letzte Runde, Leute! Wow! Boah, ist das laut! Ich höre euch nicht, falls ihr was sagt. Boots! Boots! Ach du dicke Mutter! Was? Boah, was? Was ist denn jetzt los? Ich bin tot! Ich bin wieder da! Oh, okay, wir müssen glaube ich viel. Das ist jetzt wie bei Dark Souls. Oh Gott! Dark Souls? Oh! Oh! Ja. Ich krabbel zu euch. Oh Gott. Da gibt er mir Keule. Ich hab's auch gemacht. Hä? Ah! Oh mein Gott. Ah! Oh, da kommt die Keule. Oh. Oka. Der Schweizer. Der Schweizer. Oh. Oh. Auf sein Gesicht. Eslon. Oh. Oh. Aber wenn er von oben haut, ist gut. Da kann man immer... Was macht er jetzt? Atomexplosion! Boots! Was? Wie soll man sich da wehren, Alter? Oh, das ist schlimmer als bei CS eine Blendgranate. Stirb, Junge, stirb! Easy, easy! GG, WP! Zum Glück haben wir noch 500 Tokens. Ich muss jetzt erstmal in den Shop. Boah, ja, das wäre der Advanced-Modus. Und schauen wir uns gleich mal den Expert an. Ja, ja, ja. Los, weiter, Leute. Weiter, lass uns mal zusammen weitergehen. Wer jetzt die Falle zieht, ich bring euch um, ne? Max. Alter! Das ist sie down! Down ist sie! Sehr gut.
Oh, guck mal, ich kann sie bewegen. Du elender Schlittermann. Auf meine Leiche zu schänden. Alter, was da kommt? Weg! Was kommt da? Was kommt da? Chinesen, viele! Oh, was ist so gegen Fleischhüte? Oh, noch mehr! I'm coming. Oh, da ist ein Turret! Boah, der Fleischsalat kommt da runter, die Rampe, ey. Willkommen gestern auf gar nichts. Dafür kann ich doch nichts, wenn ihr da reinrennt. Oh! Leute, das ist scheiße! Wer war das? Der Erdnussflip! Das war, nein, das ist scheiße. Ja, die Kati lässt mich nicht durch. Die Foka lässt mich nicht durch. Ah! Cool, cool. Doch, man kann einen unten lassen. Oh, hinter dir, Max. Wow! Und ihr aber nicht. Ein Schlag, so ein Dicker! Oh, Alter, ich lauf einfach mal im Kreis. Oh, da kommt eine Menge. Ich glaub, er hat nur das Flip mal uns nicht. Okay, jetzt schnell lieber. Hinter dir. Oh, ich klemme. Scheiße. Laufen. Ein Dicker. Oh, cool, Leute, cool. Ihr seid cool, danke. Ich mach hier unten alle. Ja, easy. Oh Gott. Oh! Ich verstehe. Ja, ich bin gespawnt am Anfang und erstmal 50 Gegner um mich herum. Ja, da bleibt ein bisschen da. Oh Gott! Oh, ja, cool. Alter, wie viele Hunde! Hinter dir ist ein ganzes Rudel! Hier, nimmt das, ihr Räudigen! Räudigen Reishüte! Oh! Ja, dann. Wie viel auch die schwächsten Gegner aushalten, diese Hunde? Aber Granaten sind echt ein gutes Mittel. Oh, hier kommt einiges! Raus aus dem Limit! Tötet den noch nicht, dann können wir noch Waffen sammeln. Jetzt ist vorbei. Wollen wir uns jetzt durchlaufen? Wir müssen echt. Oh Gott, jetzt kommt der Endboss. Ich hab keine Lust. Achtung, Ohren zuhalten. Oh, zwei Fettwänze. Die sind doch super sympathisch. Easy. Oh, die teleportieren. Wow! Oh! Charger! Oh, Super Saiyajins jetzt. Fette Super Saiyajins. Oh. Ja, wäre auch zu einfach. Oh Gott, der hat mich gegen die Wand geklatscht mit 180 km/h. Hinter dir ist ein Dicker. Oh Gott. Ich habe gerade einen Dicken an der Backe. Und ich meine... Ah, der ganz dicke. Oh oh. Was? Komm mit. Zauberer. Der super fette. Der Mann mit dem. Mr. B. Oh, nice. Oh. Wow. Bleib ruhig. Oh, hier ist. Ah! Ah! Ich bin mit ihm in einem. Ah, was soll ich denn jetzt machen? Kannst du nicht mehr auf Feuer ist frei. Wow! Ja, Reflexe. Wow! Weiß gar nicht, was mich lässt er voll in Ruhe. Ja, cool. Oh, auf den Arsch. Was? Oh nein. Wie soll ich denn hier? Oh Gott. Hör auf zu labern, du dickes Stück. Ja, ist okay, Alter. Ich spawne ihn. Oh Gott. Bruger, wir haben ein Problem. Was hat er denn jetzt, ey? Flügelchen. Ja, danke. Oh Gott, wo hab ich meinen Kopf? Hab ich dich? Was war das denn? Nein. Der hatte... Oh, dickes Ding. Wow. Alter, man hat auch keine Reaktionsmöglichkeiten, weil das einfach instant passiert. Du kannst es nicht ablesen. Komm. Ja, oh Gott. Yeah, easy. Meine Fresse. Der Foka hat die ganze Zeit gar nichts gesagt. Ja, der war konzentriert. Erdnussflip übrigens. Ja. Los, weiter, Leute. Weiter, lass uns mal zusammen weiter. Das ist sie down! Down ist sie! Oh, guck mal, ich kann sie bewegen. Du echt schneller. Guck mal. Auf meine